Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Ultrasonne, meine lieben Freunde. Ja, es ist Zeit, dass wir uns diesen beiden Jokern dort stellen, die da unten auf uns warten und uns mit deren unglaublich akrobatischen Moves, die nicht wirklich akrobatische Moves zu sein scheinen, sondern bestenfalls synchrone Bewegungen. Ich will dir zeigen, was für ein Pokémon mit Pokémon bin. Check this out! Check this out? Von all den Dingern, die Gangster in Wirklichkeit sagen würden, wählen sie check this out? Ich meine, ja, wir verwenden viele Anglizismen, aber das ist ein bisschen weird, wenn ihr mich fragt. Ich meine, check this out ist jetzt nicht komplett unrealistisch, was einen Namen angeht. Aber es ist trotzdem nicht der allererste, den ich wählen würde, wenn man, oder was seine Bezeichnung angeht, wenn ich versuche, so eine Art Gangster-Team nachzumachen. Allerdings immer close enough, sie geben sich Mühe, das kann man schon erkennen. So, Team Skull, ja. Team Skull hat die ganze eigene Geschichte, die ich jetzt mal noch nicht vorwegnehmen möchte. Im Moment scheinen sie einfach nur ein Haufen randalierender Gangster-Kiddies zu sein. Es steckt aber tatsächlich einiges hinter diesem Team, was wir aber, wie gesagt, im Laufe dieser Zeit erorten, oder uns anschauen werden. Echt jetzt? Und das war's schon? What? Ey, du hast mir gezeigt, was für ein Pro du mit Pokémon bist. Ey, Bro, tun wir so, als wäre das nicht passiert, denn lass uns nicht mit dem Biege machen, yo. Reblöden Inselwanderschaftsabzeichen brauchen wir nicht, die wollen wir nicht mal, ey. Geschenkt haben, ne, verkacke, Mann. Yo. So ein Shit, ey, tschüss. Team Skull hat wohl zu viel Freizeit. Yep. Nur weil sie ihre Inselwanderschaft nicht geschafft haben, stören sie die von anderen. Nun, da liegt ein tiefer philosophischer Sinn, aber ich glaube nicht, dass du darüber nachdenken wirst, Tali. Ich glaube es wirklich nicht. Ich war schon im Haft und hab alles ins Melden ausgebrüllt, was mir auf dem Herzen lag. Hoppi, ich wollte dich besiegen, wenn du selbst nur alles gibst. Als nächstes sollte ich mir vielleicht ein paar Herrscherstickers schnappen. Also man sieht sich. Ja, geh ruhig weg. Was für ein netter Kampf gegen Team Skull. Gut gemacht. Und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Oh yeah. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Es bringt Professor Kokui, bist du nicht dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Lehrerin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich bei der Prüfung zu stellen. Sagst du, fühlst du dich mir gewachsen? Ja, natürlich! Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Delima. Was, wir kämpfen jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Inselprüfung später war und wir... Also ich glaube, in Sonne und Mond war es so, dass wir später offscreen gehen, oder nicht offscreen, aber außerhalb der Inselwanderschaft gegen ihn gekämpft haben, außerhalb der eigentlichen Prüfung, weil er die Prüfung nicht daraus bestand, gegen ihn zu kämpfen, sondern aus das, was auf jeden Fall später kommen wird. Aber okay, dann wäre das eine kleine Veränderung hier. Mal schauen, wie das dann... hineingebaut wird, man war einfach darum bemüht, das nicht als eine weitere Arena darzustellen, sondern als wirklich was ganz Eigenes. Und das haben wir eigentlich auch ganz gut geschafft. Ob es jetzt gut ist, dass hier keine Arenen sind oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Aber das steht und fällt eigentlich auch mit der Frage, was man von diesem Spiel möchte und worin man glaubt, dieses Spiel geht. Von der Richtung her. So, jetzt ist mein Glut natürlich stärker, weil ich im roten Bereich bin. Die Frage ist, ob ich mich darauf verlassen sollte, wenn ich gegen dieses Farbigel kämpfe. Und ja, ein Farbigel hat... Und da sind wir uns, glaube ich, alle ziemlich einig. Zum jetzigen Zeitpunkt im Spiel hammerharte Level. Also auf jeden Fall, was dieses Spiel fortsetzt, ist der Trend, der schon in Pokémon Sonne und Mond da war. Aquaknarre, was? Was? Wow! Wer von euch hatte keine Aquaknarre? Gleich greife ich im Peppig mit Aquaknarre, wenn das so weitergeht. Ja, wunderbar! Mein Gelitten kann einfach nur sterben gehen. Hätte ich das gewusst?
Hätte ich das gewusst, hätte ich echt ein anderes. Hätte ich echt mein Team so zusammenstellen müssen, dass ich am Anfang jemand anderes habe. Weil es geht scheinbar hier nicht anders. Nö. Starter Solo One kannst du komplett vergessen. Auch nur über das Tutorial hinaus. Weil dich hier alles absolut krepieren lassen will. Scheiße, ey. Keine Ahnung. Weil das letzte Mal hast du deinen Job ganz gut gemacht. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das nochmal, sobald du Flügelschlag hast. Ja, ich kämpfe gerade mit Nicht-Teammitgliedern. Einfach weil ich hier... Wie gesagt, ich habe einfach keine Chance. Ich möchte ja neue Pokémon fangen und ich möchte ein größeres Team haben. Aber wir haben jetzt schon so früh so krasse Pokémon. Was ich eigentlich sehr, sehr begrüße. Nur habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das Spiel mir genug Zeit gegeben hat, mich darauf einzustellen. Flucht. Doch, Mann. Ey, der Typ ist so gestört. Ja gut, dann... Keine Ahnung, ich setz mal noch einen Trank ein, ne? Aber ja, nochmal. Das Spiel ist zu leicht. Ja, weil die Typenanzeige da rechts angezeigt wird. Ist das euer Ernst? Ja, komm. Okay. Pff, kann ich nichts machen. Der Typ wackt mich halt einfach. Probier's. Vielleicht hast du Glück. Nö. Okay. Gut. Gut. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, also der funktioniert auf jeden Fall nicht. Was hast du denn für Attacken? Ja, okay, okay. Das könnte hinhauen. Und zwar, wenn ich natürlich lange genug überlebe, mit Schmarotzer, da greife ich dann mit Farbigels eigenem Angriff an und letztendlich werde ich einen Reflektor aufbauen, der mich gegen diesen sehr, sehr starken Tackle schützen wird. Zumindest einigermaßen, genau. So. Und wie gesagt, dann kann ich jetzt die Kraft von Farbigel gegen es selbst verwenden. Natürlich Aquaknarre, dagegen bin ich nicht geschützt durch Reflektor, aber ich habe auch einen Volltreffer kassiert, fieserweise. Ansonsten wäre das längst nicht so stark wie Tackle gewesen. So, aber er weiß auf jeden Fall, wie man kämpft. Das kann ich definitiv feststellen. So, okay. Liebeslieschen. Nein. Okay, nochmal ein Schmarotzer, würde ich sagen. Gut, kein Volltreffer. Das ist hier die Hauptsache. Ein Volltreffer wäre fatal gewesen. Aber, jo. Hat hingehauen. Und mal wieder hat ein Nicht-Teammitglied von mir hier was gemacht. Ohne Scheiß. Ich werde nach diesem Part sowas von auf Bulbapedia gehen. Mir egal, dass es hier vor Release ist. Irgendjemand muss mir sagen, wann ich mein erstes Teammitglied bekomme. Weil das ist ja, das ist echt grotesk. Ah, Feuerzahn. Was... physisch ist, daher deutlich besser als Glut. Von daher wechseln wir sofort. Und es ist auch stärker als Glut natürlich. Wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen einfacher für mich werden, auf lange Sicht. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. Und ich frage mich dabei fast, ob das Spiel einbrechen hat, dass ich den MP-Teiler anlassen sollte. Ich weiß nicht, ob ich hier overlevelt werden werde. Bisher sieht es gar nicht mal so aus. Du bist... nein. Du und deine Pokémon sind ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Lieberprüfung. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein roter Pokédex zeigt dir wo. Als dann Alola! Woher wusstest du, dass ich einen roten Pokédex habe? Woher? Und ja, wenn, wie gerade eben, ganz kurz ein Schocker sein sollte. Irgendwie ist das ein Bug mit meinem neuen Laptop, den ich nicht ganz erklären kann. Ja, es ist einfach so, ich weiß nicht, woher der kommt. Ist aber nicht weiter schlimm, weil ich das hier zu ziemlich reduzieren konnte. Mach, oh, das machen wir, trägt ein Schild, auf dem steht. Alola Photo Club, Eröffnung in Kürze. Ja, das ist eine der neuen Gebäude, Erinnerungsfotos für die Ewigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so spannend sein wird am Ende des Tages. Wir werden schauen, was dieser Photo Club eigentlich genau macht. Auf jeden Fall... es sind keine Arenen, wie man am Anfang hätte vermuten können. Nein, das ist definitiv nicht so. Haholi Polizeiwache, Vorsicht vor Verkehrsunfällen mit Pokémobil. Hey, pass auf, ich gebe dir einen Tipp von Trainer zu Trainer. Wenn du es mit starken Gegner zu tun hast, dann gibt dein Pokémon bestimmte Items zu tragen. Das wird nämlich ihre Statuswerte.
Okay, dann schauen wir doch mal in die Polizeiwache direkt rein. Ich weiß doch nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Lula ist es immer friedlich. Nur die haben bestimmt Angst vor den Schutzpatronen der Insel bestraft zu werden. Ey, da war gerade Team Skull direkt vor eurem Gebäude unschuldige Passanten angegriffen, aber wenn ihr natürlich dann hier drin seid und euren Kaffee da hinten macht und da was davon labert, wie friedlicher Lula ist, dann würdet mich ehrlich gesagt nicht, wenn ihr Alola als friedlich begreift, ja? So, bin ich jetzt eigentlich geheilt? Nope. Also ich sollte auf den schnellsten Weg zurück ins Pokémon Center. Leider habe ich mein Pokémobil noch nicht. Was bedeutet, dass ich hier leider den langen Weg gehen muss? Kann ich jetzt... Okay, jetzt kann ich wenigstens hier durch. Gut, das wird alles ein bisschen schneller gehen. Jo. Okay, also... Ohne größeres Zögern, und damit haben wir immer eine Holy City fast schon abgeschlossen, ist nicht die größte Stadt, die wir in Pokémon jemals hatten. Ich würde immer noch sagen, so ab der Ära, in der man große Städte gebaut hat, also so eigentlich ab Generation 5 ist es die kleinste, wenn man jetzt Stratos City hinzuzählt, Illumina City und Malvenfrost City im Remake. Dennoch kann man hier natürlich schon eine gewisse Größe für diese Insel-Situation erkennen. Und ich meine, das ist ja auch logisch. Ja, ich meine, wir sollen hier auf diesen Inseln nicht allzu große Städte erwarten. Und damit spielt das Spiel eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So, war ich hier schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich schaue lieber nochmal nach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und vielleicht finde ich hier sogar was Interessantes. Nee, es ist ein Pantimini. Wobei mir da natürlich einfällt, dass ich, erinnert ihr euch noch, ich sollte dem einen 10 unterschiedliche Pokémon-Spezien fangen. Wobei ich dann natürlich, glaube ich, auch ein bisschen darauf warten werde, bis tatsächlich interessante Pokémon für mich dabei sind. Und ich glaube mal auch, dass Entwicklungen zählen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde vermuten, dass einfach nur 10 gesehene Pokédex-Einträge sein müssen. Und daher würde natürlich auch, wenn Gelitten sich dann entwickelt, würde das dementsprechend auch in die Bewertung einfließen. So, das sieht, glaube ich, soweit... ja, tatsächlich nicht! Wir haben TM49 Widerhall. Das ist eine Normalattacke, die tatsächlich speziell ist. Gibt es gar nicht mal so wenige. Darf man es doch nicht glauben, die 40 Stärke hat. Ich bin gerade am überlegen, ob ich es irgendjemandem beibringen soll. Man kann die ja neulich auch beibringen, aber ich glaube mit... Damit kann niemand so wirklich was anfangen. Allerdings, Kraftschub wäre vielleicht tatsächlich mal ganz interessant für Flabiau. Und zwar anstatt Silberblick. Da kann ich nämlich effektiv auch für meinen Angriff erhöhen. Der Spezialangriff bringt mir zwar nichts, weil ich, wie gesagt, kein Spezialangreifer mit Flabiau bin. Definitiv sind da Sachen wie Schwerttanz in dem Fall besser. Aber hey, immerhin, der wird der Angriffswert erhöht. Und das wird dann mir in einer oder anderen Situation mit Sicherheit helfen, hoffe ich mal. Okay. Pierre von Mele Mele. Dort nach unten. Das hier. Das ist die Frage. Nee, hier war ich definitiv noch nicht. Aber auch hier scheint sich nichts großartig zu befinden. Sehe ich das richtig? Nee. Ist nur eine Abkürzung, um schnell wieder zurück zum Pokémon Center zu kommen. Was aber auch schön ist. Ich meine, es ist gut, dass man sich nicht immer komplett durchnavigieren muss. Und die Ladescreens halten sich zum Glück ziemlich in Grenzen, wenn wir uns das anschauen. So, Wingull. Kann ich auf jeden Fall mit Kratzer angreifen und hoffen, dass es mich nicht mit Aquaknarre komplett vermöbelt, bis ich geschafft habe, das Ding zu schwächen. Ja, das ist ungefähr das Äquivalent, so wie ich mich hier fühle, ist... Wisst ihr, in Pokémon Rot und Blau hatten die Taubsis am Anfang ja Windstoß. So, Windstoß war aber in dieser Generation normal. Was wahrscheinlich daran lag, dass man Blizzard-Samen nicht von Anfang an einen Nachteil geben würde, weil es von den ersten wilden Taubsis komplett zerstört wird. Deswegen hat man dann auch in Gold und Silber als Windstoß... zu Flug wurde, ihm statt Windstoß Tackle gegeben und Windstoß ist erst auf Level 9 oder so lernen lassen. So, das Interessante dabei ist aber, stell dich mal vor, man hätte wirklich Windstoß als Flugattacke auf der ersten Route. So fühle ich mich, wenn ich hier rumlaufe und mich mit Aquaknarre komplett gewackt werde. So wie der Aussies wetten, wollen dich alte Damen bestimmt ständig in die Wangen kneifen. Nein, wollen sie nicht.
der Pier. Nirgendwo lässt es sich besser an oder von Bord eines Schiffes gehen. Okay. Ist ein Sport oder wie? Es kommt auf die Kraft des Angriffs an. Man muss das Item X-Angriff nutzen, um seinen Gegner zu bezwingen, wo er einen Kampf unfähig machen kann. Ich geb dir ein Exemplar. Setz es auf jeden Fall ein, hörst du? Jo, dankeschön. X-Angriff. Und das ist ein Sticker. X-Angriff wird in Angriffszeit eines Pokémon um 2 Stufen. Damit haut es jeden Gegner um. Das ist lieb. Ich hole mir aber mal diesen Herrscher-Sticker. Genau, thank you. Das Wichtigste ist die Verteidigung. Wenn du das Item X-Up einsetzt, sinkt der Schaden durch gegnerische Angriffe. Hier ist der nächste Platz. Siehst du, dass du es einsetzt? Gegenteils, Angriff und Verteidigung sind beide wichtig, aber ich brauche keine X-Items. Hier in your face. In your both faces. X-Abwehr erhöht den Verteidigungswert eines Pokémon um 2 Stufen. Dann wird jeder Angriff abgemeldet. Jeder physische, möchte ich nur mal hinzufügen. Sonnen! Es hilft mir dann gegen eine Aquaknarre nicht viel. Das Meer der Alola-Region ist groß und weit, aber die Fähre transportiert dich mit atemberaubender Geschwindigkeit zur Nachbarinsel. Und ich meine, ja, es hilft mir zwar einmal, aber in der Runde kann ich halt auch nicht angreifen. Es ist nicht so, als würde das automatisch eingesetzt werden. Und dann habe ich meine teure Runde damit verbraucht, ein X-Item einzusetzen. Also, oh, ich habe 10. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, dass es hier genau 10 gibt. Ja, wäre es cool, aber I mean, there's no real way to know. Von daher, okay, begeben wir uns jetzt mal zurück. Und ich glaube, wenn jetzt nichts groß mehr dazwischen sein müsste, könnten wir tatsächlich hier in der Holy City soweit das Tutorial beenden. Yes! Aber es kommt ganz darauf an, ob jetzt irgendjemand vor der Route noch mit mir ein Gespräch führen will. Das weiß ich nicht. Das sehen wir dann. So. Also, noch ein letztes Mal heilen. Ich glaube, ich kaufe noch mal ein 10er-Pack Pokebälle. Und dann können wir weitergehen. Ba-ba-bam. So, okay. Genau, mit dir muss ich dann reden. Und angesichts der Schwierigkeit dieses Spiels vielleicht tatsächlich sogar Tränke. Wobei, ich glaube, da gebe ich mit 10 erstmal zufrieden. Ja, und da habe ich auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich brauche keinen Feuerheiler und Eisheiler. Moment, ich hoffe, ich brauche es nicht. Okay. Aber dazu versuchen wir Geld natürlich ein bisschen zu sparen, weil ich doch ziemlich viel in Kleider investiert habe, vielleicht zu viel. Jesse? Ja? Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal Kleidung alleine einkaufen. Du bist da ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselmannerschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Jopp. Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselmannerschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kapuriki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich von Lilii gehört. Was? In Lilii. Sorry, eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kapuriki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Piu! Somebody said my name! Also, das hier sind Beleber. Wenn du auf ein kampfunfähiges Pokémon es anwendest, erholt es sich wieder. Ah, 3 Exemplare sogar. Das ist sehr großartig, weil es ist im Wert von 4500 Poké-Dollar, also nicht wenig. Jesse, viel Erfolg mit deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Nach oben hoffentlich. Sorry, ich bin YouTuber. Es liegt in meinen Genen. Ciao! Hallo Jesse, es ist mir endlich gelungen, Tauros zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Ich dachte, du hast es beruhigt. Naja, okay. Nase anstupsen. Tauros scheint das nicht zu gefallen. Okay. Hörner berühren? Da, random Noten Smiley. Wo kommt das jetzt her? Sieh mal, wie sehr es sich freut. Vermutlich findest du deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, glaube ich, ist es immer so aufgeregt, weil es gerne selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Okay. Wie, du möchtest Fangen spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Bleib stehen! Alter Mann spielt mit Stier. Fangen. Das ist definitiv eine Zeitungsüberschrift wert. So, damit sind wir auf der Route Nummer 2. Ein krass bewachsener Weg.
Und das dürfte... Oh? Sieh dich vor, denn das hohe Kreuz wurde in zwei Raschen. Das ist bestimmt ein wildes Pokémon, das auf unbedarfte Trainer abgesehen hat. Das Gute daran ist aber, dass diese Pokémon oft Items fallen lassen, wenn man sie besiegt. Ja, das ist eine ganz andere Form von wilden Pokémon-Kämpfen. Es hat in der fünften Generation damit begonnen, dass man bestimmte spezielle Events hatte. Ah, Makuhita. Diesen Pokémon bin ich noch nicht begegnet. Wie zum Beispiel, im Gras war es raschelndes Gras, im Wasser war es blubberndes Wasser, in der Höhle waren es Sandhaufen. Und die haben angedeutet, dass hier ein spezielles Pokémon ist. Da gab es dann eigene Encounter-Raten. Oft war es Ort auch, was man finden konnte. Aber auch andere Pokémon haben sich dazwischen gesellt. Und wenn man die dann gefangen hat, oder wenn man gegen die gekämpft hat, konnte man in der Regel... Deswegen... Moment. War das gerade ein anderes wildes Pokémon? Aber ja, genau. Wie gesagt, man hat in der Regel relativ viele EP durch sie bekommen, eben weil unter einem Pokémon wie auch noch weiter, weil sie höher gelevelt waren. Und so konnte man eben auch Pokémon bekommen, die es oft nicht auf der Route gab oder wo es nur die Vorentwicklungen gab. Das hat man dann in der 6. Generation sozusagen ausgebaut, dass an manchen wenigen Stellen, wenn man da vorbeigelaufen ist, so Pokémon von der Decke gesprungen sind oder aus dem Gebüsch gesprungen sind, einen attackiert haben. Und hier hat man das wieder so ähnlich gemacht, dass man zum Beispiel wie hier im Gras, Pokémon haben, die dann auf einen zugesprintet kommen, die sieht man dann auch. Und wenn man die besiegt, lassen sie manchmal Items fallen und haben eben wie hier beim Rettern auch eine dementsprechend seltene Rate, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob nur bestimmte Pokémon zu einer Höhenwahrscheinlichkeit auftauchen oder ob manche nur so auftauchen. Das müsste ich nochmal studieren, um euch das zuverlässig sagen zu können. So, immerhin kann ich jetzt langsam die Sachen hier One-Hit KO. Das ist sehr, sehr zufriedenstellend. Und ja. Gut, ich würde dann sagen, ich beende diesen Part. Pokémon Ultra Sonne. Wenn der Part euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und schließlich auf Patreon, wenn ihr es übrig habt. Bleibt cool, High Five. Und wir sehen uns das nächste Mal auf dem Weg nach Hauholi City. Von Hauholi City weg zur Inselprüfung. Ich freue mich auf euch. Bis dann.